So, und da sind wir auch. Wir gehen direkt hier aus diesen. Ah, ich hätte heilen sollen. Das habe ich irgendwie vergessen zwischen den zwei Folgen jetzt gerade. Natürlich schade. Ja, wir gehen jetzt hier aus diesem Bereich raus und gehen in den wieder normal in den Morast rein. Und als erstes tun wir aber dennoch heilen. Hätte man natürlich auch gleich mal alles schon fertig machen können. Aber na gut, okay. Nee, nicht die, sondern die Heilkräuter. So, und jetzt brauchen wir den Gegenstand. Ein. Wo ist denn der Rundumtrank da? Für Libell. Können wir die einfach aufknochen? Ja, wir haben so viele Rotbuschblätter. Können wir hier mal drauf schmeißen. So, und wir waren es ja in der letzten Folge schon hier oben. Und da gehen wir einfach wieder hin. Und werden dort mal schauen, wie es dort weitergeht. Ich bin echt gespannt, was noch so passiert, weil es scheint sich hier in dem Spiel alles so ein bisschen um Billika zu drehen. Ja, mal schauen, weil man kann zwar noch vom Tor aus nach unten dann gehen, wenn man von Imbilika nach Westen geht, aber wo soll es sonst noch großartig hingehen? Okay, scheint eine große Map zu sein. Bin ich ja gerade mal gespannt, was dieser Feuerangriff für einen Schaden macht. Okay, auch absolut. Den da angreifen, den da angreifen, den da angreifen. Die greifen mit Donner ein? Greifen wir mit Eis an. Okay. Duft ist weg. Geht's denn hier überall hin? Vor allem, und wie weit geht's hier überall? Hey, was ist denn hier? Besucher! Wenngleich ich nicht weiß, wer ihr seid oder ob ihr seid, willkommen in meinem trauten Heim. Ob wir sind? Ich mag wohl wissen, dass ich existiere, aber was könnte mir eure Existenz beweisen? Oder die dieser Welt? Oh Mann, ich fürchte, du warst etwas zu lange allein hier draußen, alter Mann. Ich denke, dass ich, ganz im Gegenteil, noch lange nicht genug hier war. Aber genug davon, ich bin froh, dass ihr hier seid. Und warum das? Und bist du Poltern, der Einsiedler? Nun, unter dem Namen kennt man mich, in der Tat, ein Einsiedler. Nun, so könnt ihr mich wohl betiteln. Ich suche Wissen über die Welt, das Leben, alles. Und ich versuche mich den Ablenkungen zu entziehen. Hm, ein wenig tun wir das wohl auch. Wir haben kürzlich ein paar sonderbare Erlebnisse gehabt. Sehr interessant. Erzählt mir, was ihr gesehen habt. Ihr berichtet Poltan von euren Erlebnissen. Sollten wir das denn nicht tun? Sehr aufregend. Das deckt sich alles mit meinen Erkenntnissen. Vielleicht seid ihr da einer großen Sache auf der Spur. Aber was ist es? Verbirgt Latus etwas? Wohin führt die Wasserleitung? Geduld, meine Freunde. Geduld. Ehe ich euch sage, was ich weiß, muss ich euch etwas zeigen. Vor euch liegt eine alte, verlassene Mine. Lange Zeit ging ich jeden Tag dort hinein auf der Suche nach ihren Geheimnissen. Kürzlich hat sich jedoch ein grausames Monster in der Mine niedergelassen und hält mich vom weiteren Besuch des Mysteriums ab. Des Mysteriums? Bloße Worte können das nicht beschreiben. Ihr müsst es mit eigenen Augen sehen. Begebt euch durch den Wald hinauf in die Mine. Aber geht gut vorbereitet. Die Monster dort sind grausam und sehr gefährlich. Und bereitet euren Geist auf eine drastische Erschütterung vor. Was ihr dort sehen werdet, wird alles verändern. Für immer. Solltet ihr nicht bereit sein, euer Weltbild in Scherben liegen zu sehen? Kehrt jetzt zurück in euer bisheriges Leben und kommt nicht wieder. Willst du uns Angst einjagen? Ich will euch warnen. Wir gehen rein. Darauf kannst du wetten, was auch immer es ist. Wir kommen damit klar. Ich könnte nicht so tun, als sei nichts gewesen. Ich muss mehr wissen. Alles klar, auf geht's. Viel Glück, meine Freunde. Und wenn ihr etwas Ruhe benötigt, ihr seid hier stets willkommen. Okay, kann ich jetzt ein Bett benutzen? Oh, nice. Ein Bettchen zum Schlafen.
5 Rundumtränke. Okay, jetzt tun wir den hier gleich mal direkt ausrauben. Könnten wir jetzt hier auch nach links gehen? Ah, nice, okay. Die Starter speichern. Ich will mir das Palaver nicht nochmal anhören müssen, falls ich jetzt sterben sollte. Okay, hier gibt's. Na! Ah, ein blauer Frosch. Ein Eisfrosch. Bringt's da, wenn ich hier. Muss es Donner drauf machen? Nö. Eis oder? Okay. Gucken, wann wir den gekillt kriegen. Ah, okay. Dauert auch so. Okay, 150 Erfahrungspunkte. Achso, die wollten wir mitnehmen. Gegner aufgetaucht. Ein kleiner, kleiner Goblin. Den wir gerne snacken möchten. Down. Billa geht gleich auf Level 14. Achso, okay, war eine Zwischenladesequenz. Ja. Okay. Machen wir erstmal das hier. Und wir machen kurz brutaler Hit, damit wir wissen, wie viel HP die haben. Das heißt, die haben nicht viel. Nein, zurück. Wieder zurück, ich greife den Älteren an. Oh, Luke wollte doch mal angreifen. Okay, die können halt jetzt nicht so viel wegstecken. Nee, andersrum, die stecken ein bisschen was weg. Du hältst... Jetzt wegen einem blöden Erweckungsfehler oder was? Oh Mann, nee. Ich hab gedacht, was Cooleres. Da rechts ist da bestimmt irgendwas. Natürlich nie. Die Runde wird er nicht überleben. Sag ich doch. Rundumtrank, okay. Da durfte doch mal zaubern. Ja. Ja. Und den.
Feuerwelle. Na. Nochmal Feuerwelle. Irgendwie müssen wir ja da umgehen. Oh, Stufe 15. Okay, auf Stufe 15 lernt sie jetzt nichts. Ja, nochmal gucken. Ach, da oben war gar nichts. Na super. Ach süß, ein kleiner Schamane. Eine Schamane ist trotzdem noch schneller als die Welt. Speichern hier. Nichts erstaubt. Leer. Oh, ein Kritter. Ist hier in der Kiste was? Nee. Ich glaube, das ist jetzt diese Mine. Diesen einen Höhlenstein, Höhleneinsturz hat diesen Haufen Steine herabbringen. Dann wirst du ihn durchsuchen. Ja, klar. Er beginnt, den Haufen zu durchsuchen. Nach kurzer Zeit schreckt ein schriller Schrei euch auf. X, man schreit doch nicht so. Du hast mich zu Tode erschreckt. Was ist los? Libelle deutet blass auf eine skelettierte Hand, die aus den Steinen herausragt. Oh, hast du einen neuen Freund gefunden? Lass mal sehen, was der Kerl da unten gemacht hat. Ihr legt die Steine beiseite und entdeckt eine alte, aber noch tragbare Plattenrüstung an seinem Körper. Plattenrüstung erhalten. Okay. Und wer soll jetzt die tragen? ETF. Okay, die darfst du nicht tragen. Die wahrscheinlich auch nicht. Und er darfst du tragen. Was macht das? Geschick macht's runter, Genauigkeit macht's runter und Ausweichen macht's auf 4. Jetzt, ach, Mist, jetzt müssen wir mal schauen. Ausweichen 12. Ah, Genauigkeit geht dann ja voll runter. Nee, dann muss er die nehmen. 273 Def ist das schon besser, wenn er die hat. Oh, süße Minendämon, okay. Ja, also der wird knapp, ich habe gerade mal, deswegen war ich gerade so leise nebenbei mitgerechnet, der wird knapp 400 HP haben. Der Minendämon. Ja. Ach, rund um Glücklichtrank, okay. Okay, rote Frösche. Okay, die Höhlenfrösche scheinen jetzt nicht so arg stark zu sein. Gut, das ist okay. Okay, bring ja auch bis 100 EXP, aber 60 Dukaten, ey. So, wir machen mal eine Heile mit Libelle. Und speichern an dieser Stelle und beenden das heutige Let's Play von Invitra. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, folgt oder schaut einfach die Folgen, das ist das Beste, was ihr eh machen könnt. Damit ist mir am meisten geholfen.
Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Also, ciao.